Das Nidi unterstrich AOE. Kann ich sonst auch einmal machen. Erich streamt auch, genau, unter dem Namen Erich Müller. Und Nilly, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt dann nicht mehr streamst, richtig? Doch, das ist mein erster deutscher Stream seit 11 Monaten heute. Okay, krass, dann haben wir hier ein extrem heftiges Debüt heute Abend. bei Nilly könnt ihr nämlich auch gerne vorbeischauen. Nilly und zu finden unter dem Namen. Nilly oder es gab gerade schon einen Shoutout aus, in deinem Stream. Shoutout. Okay, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, danke auch von mir für das Shoutout. Gerne, Männer, gerne. Von dir? Nee. Ach nee, ja, komm. Ich hol mal ganz kurz nebenbei die Kohle, Männer. Wichtig. Aber warte, ich. Kannst du mal so reinposten, die es nicht mitbekommen haben. Ja, ey, krass, Mann. Also ich muss echt sagen, ich hätte niemals gedacht, dass diese Age of Empires Community so am Start ist. Also das ist schon, das muss ich schon sagen, finde ich sehr, sehr cool. Eine der angenehmsten Gaming-Communities, die ich bisher kennengelernt habe. Außer die Leute im Forum. ja, ist schon wirklich gut, dadurch, dass halt auch der Altersdurchschnitt so hoch ist, ne? Macht es deutlich einfacher. Das könnte tatsächlich damit zusammenhängen, ja. Weil echt ohne Spaß bei jedem anderen Competitive Game, diese Toxicness ist so extrem krass. Und man lässt sich da natürlich auch immer davon anstecken, ne? Aber bei Age of Empires wirklich so, auch die, ich meine, die ganzen Leute, die halt so die Games machen und auf YouTube hochladen, ist ja so, wenn, selbst wenn da jemand verliert, sagt so, ja, hat daran gelegen, alles gut, war ein gutes Spiel, bla bla und so. Ist schon krass, muss ich sagen. Kennt man so nicht. Ja, ist schon einfach sehr wholesome. Und so viele Leute kennen sich auch untereinander. Dadurch, dass halt auch so viele Leute seit so vielen Jahren spielen, macht es auch deutlich einfacher. Safe. Alter Sebastian, mit dem Raid. Geiler Typ. Und Sebastian, dich will ich bald sehen in der Runde Age of Empires, mein Freund. Wir warten hier auf dich. Ich find's auch so krass, ne? Egal, wer hier reinkommt und sieht, dass es gestreamt wird, sagt auf jeden Fall, dass er das Game kennt und dass es auch schon mal gezockt hat früher. Ist schon nice. Ich habe mal eine Umfrage gehört, dass angeblich so Brand Recognition von Age of Empires irgendwie 5,5 Millionen Leute in Deutschland sein sollen. Krass. Also praktisch 5,5 Millionen Leute in Deutschland haben schon mal von Age of Empires gehört und wissen, was damit anzufangen. Das ist schon heftig. Ne? Aber ey, guck mal, ehrlich, wenn sich ein Game so lange hält und es immer noch gezockt wird, dann heißt es einfach was. Ich glaube, die haben auch ganz gute Chancen, jetzt mit der Mobile Edition die jüngere Generation damit abzuholen. Ey, warte mal. Jetzt ist ganz voll, anderes. Was mit Wasser gut ist, oder? Ja, schon, aber ich sag mal, jetzt vom Namen her. Ja, ich weiß nicht, ob das die Leute, die Mobile sich runterladen, jetzt denken, okay, ich möchte mich an den PC setzen und das spielen. Ich glaube, es sind zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen. Passt der ja, Sound soweit von Smartphone. Allen Leuten? Es ist ja, sehr, sehr und deswegen glaube ich, die Transition ich, dann zum PC passt. Schwierig. Ja, es ist jetzt nicht das gleiche Game, das ist klar, aber es hat schon so Elemente, die ähnlich sind. Einer hat geschrieben, dass seine Eltern sich in Age of Empires kennengelernt haben. Ah, nice. So, eine Wassermap. Da sind die ja relativ bewandert. Ich habe die Portugiesen jetzt genommen. Ja, ich gut, auch. Oder? Ja, jetzt gute haben wir zwei Wahl, Portugiesen, aber das passt schon. Extrem gute Wahl. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe Nilly einmal im Game spielen sehen, auf einer Wassermap, wo er unterlegen war. Oh. Das eine Spiel hast du genau gesehen? Bei der Ageland tatsächlich, ja, ja. Was war das? Oh, das war so ein 2v2. Das war ein 2v2 und du warst da auf dem Wasser extrem unterlegen, Nilly. Aber jetzt kannst du ja zeigen, was du kannst. Bin ich gespannt. Gerade Nico ist ein extrem guter Wasserspieler. Extrem. Ja, Jungs, ihr könnt auch gerne eben mal ein paar Tipps raushauen, was jetzt hier zu machen gibt, weil das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich diese Map spiele. Okay. Klassisch, 6 auf Schaf, 4 auf Holz und dann bauen wir einen Hafen. Wir gehen in die Feudalzeit, ohne eine Mühle zu bauen. Okay, aber sonst trotzdem den Rest alles normal machen, mit Schwein holen und bla bla und Rehe genau, und so, ne? Genau, genau, ja. Und dann versuchst du 5 auf Holz zu lassen, bis du feudal klickst. Den Rest auf Nahrung. Und dann durchgängig Fischkutter bauen. Der nur große auf Fisch. Holz? Tiefseefisch? Ja, ja, ja. Tiefseefisch ist schneller als das kleine. Der kleine Fisch.
Tiefseefisch auch mit die beste Nahrungsquelle im ganzen Game, oder? Ja, ist ganz nett, ja. Okay, wir spielen also auch gegen Deutsche. Ah, die haben mich gleich erkannt anscheinend, okay. Also irgendwas leckt hier gerade immens rum. Ja, der graue Spieler hat nicht so die beste Internetverbindung. Ja, den grauen kenne ich. Bin mir recht sicher, dass die gesniped haben. Gesniped? Warum? Ja, verstehe ich auch nicht. Bin doch gar nicht dabei. Check ich dann tatsächlich auch nicht so ganz. Ihr schreibt schon der erste im Chat Glück für Zement, dass er nicht mitmacht. Okay, hier haben wir den ersten Spieler erstmal bann. Ich hab das Wasser gefunden. Sehr stark. Du startest mit einem Boot, Nico. Ach so. Ist es, was mache ich mit dem Boot? Da könntest du Sachen transportieren. Und was könnte ich jetzt da zum Beispiel transportieren? Du könntest zum Beispiel Dorfwohner transportieren, dann könntest du so eine kleine Basis, da gibt es eine Insel bauen oder einen Speer, um rauszufinden, was er so macht. Ja, ja, okay. Oder du fährst ein bisschen lang, um ein bisschen Tiefseefischmarkt zu erkunden. Okay, das ist tatsächlich ein guter Call, ja. Nili, du bist ein bisschen zu laut im Discord. Also so auch leicht übersteuert teilweise. Okay, okay, dann versuche ich mal. Wenn 5 auf Holz sind, meintest du, oder 4? 4 auf Holz, dann bauen wir einen Hafen und dann schickst du nochmal einen mehr. Okay. Discord. Ja, muss ich mal schauen, was ich da gleich basteln kann. Du kannst einfach den Discord-Soundeinstellungen mit deinem Mikro ein bisschen runterstellen. Das wird wahrscheinlich auch helfen. Ich kann mir keinen verdammten Hafen leisten! Baust du erstmal ein Haus? Ein Hafen ist schon extrem teuer. 150 Holz, ja. Jetzt kann ich ihn mir leisten. Sehr gut. Er wurde soeben errichtet. Und die nächsten schicke ich jetzt wieder auf Nahrung, auf oder? Nahrung, genau. Einfach 5 auf Holz, Rest auf Nahrung. Ah, warte mal. Audioeinstellungen im Discord, da bin ich mal gespannt. Ah, du meinst, es ist keine Mühle, ne? Richtig. So überhaupt nicht, oder kommt die dann irgendwann mal? Die kommt auf dem, wenn du so Feudalzeit bist. Weil du willst erstmal das Holz woanders investieren und du wirst genug Nahrung kriegen durch die Fischkutter. Okay. Die generieren genug. Ich glaube, für den Plan, den du mir hier durchgegeben hast, bin ich tatsächlich noch etwas zu dämlich, um das so zu machen. Es ist schwierig, ganz schwierig. Also wirklich, deswegen wird eigentlich Wasserkarten lernen wir eigentlich erst ein bisschen später. Ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist oft sogar noch das Problem, dass ich nicht mal den Standardbild hinbekomme. Ja, deswegen ist es halt auf Wasserbild oder einfach schwierig. Na gut, da habe ich mich aber heute tatsächlich schon drum gekümmert. Ich hatte heute nämlich ein geiles Gespräch. Du hast dich worum gekümmert, Eddie? Einmal um das, ich sag mal, legendäre Matchup, was in der Pipeline steht. Ja. Und da habe ich noch ein kleines Coaching für dich, ich sag mal, rausgehandelt, weil du das relativ hart nötig hast auch. Ach, danke, Eddie, dass du das gemerkt hast. Coaching von wem? Von Hera dann. Oh boy. Wie ist der Hera so angesehen in der Szene? Er wird gerade als Nummer 1 der Welt gehandelt. Spielen wir so ein bisschen mit Wasser-Action oder machen wir tendenziell eher einen entspannten? Naja, wir machen aber absolute Wasser-Action, würde ich sagen. Also ich kann tatsächlich ein bisschen Wasser-Action machen, einfach, dass die nicht komplett uncontested sind. Ja,
So, jetzt gucke ich mal hier, was hier so abgeht auf der Map. Ich habe gar kein Wildschwein bisher geholt. Oder gibt es hier kein Wildschwein? Doch, doch. Ein Wildschweine, da ist zum Beispiel eins für dich. Oh, geil, dass du das für mich gesehen hast, danke dir. Ich finde es so beeindruckend, wie die Männer immer gleichzeitig bei uns auch noch gucken können. Ja, ja. Ich spiele hier gerade auf jeden Fall einen heftigen Lelek-Shit zusammen, kann ich euch sagen. Ich glaube, dass es bei mir ganz gut läuft gerade. Nico, ich glaube, du müsstest mal diesen Nebeleffekt ausmachen. Das macht das Bild bei dir so irgendwie so bleich. Blumen. Ja. Ja, das kann ich machen. Jeder ist ja sozusagen auf seiner eigenen Insel, richtig? Richtig. Denk dran, Häuser zu bauen. Mhm. Hat keinen Grund, dass ich das jetzt gerade calle. Wieso kann ich keinen Marktplatz bauen mit den Boys? Weil du keine Mühle gebaut hast bis jetzt. Oh, hier wurdest du übrigens gelandet. Oh, Mann. Genau, das heißt, du musst schnell eine Kaserne bauen. Und dann brauchst du... das ist sehr schlecht für dich. Warte. da kommt ein paar Boys. Ja. Ich glaube, du bist die zweite Wahl im Forum. Ich versuche dir mal ein bisschen was dagegen zu bauen, aber das wird schwierig. Ich glaube, du solltest einen Turm zwischen deinem Holz und Gold bauen, aber erstmal musst du mit dem Dorf von dann wegrennen. Ich baue den weg, pass auf. Funktioniert. Ah, nicht schlecht. Ja, okay, also Grün und Blau spielen beide Wasser, das kann ich nicht alleine machen. Die wissen auch irgendwie, was sie tun, wie es aussieht. Alles gut, die Boys haben keine Ahnung. Ah, da sind ja schon einige... Hä, da sind ja schon voll viele Gebäude von dem. Ja, genau, der hat schon... Und da kommt sogar Grau noch. Der wird versuchen, gleich das Dorfzentrum einzureißen. Aber wird eine saftige Aufgabe, die du hier vor dir hast. Ja, alles gut, Digga. Ich hab da schon einen geilen Plan ausgefeilt. Also eins muss man sagen, Nico kann unter Druck extrem gut arbeiten. Ja, mein Transportschiff ist etwas leicht vom Kurs abgekommen. Ich lenke hier die feindlichen Feuergaleeren gerade mal ein bisschen mit meinem Hafen ab. Das ist es, Eddie. Ja, du solltest versuchen... Also hast du einen Transporter? Okay, ja. Ich versuche dir auch noch meinen zu schicken und dann versuchen wir vielleicht ein paar Einheiten noch zu retten. Kannst du mal versuchen, da noch hinzukommen mit den restlichen Dorfwohnern? Ich kann meinen Transporter auch einmal runterschicken. Hallo, abladen, du Hundesohn! Ja, das ist eine schwierige Insel. Ich glaube, da gehst du nicht hin. Ich geh mal besser dahin. Da ist kein Holz zum Beispiel auf der Insel in der Mitte. Aber da ist richtig viel Gold.
Ja, aber Gold bringt ja nichts, wenn du kein Holz hast, Nego. Okay. Ah, du hast Amazon Prime, ah. Ja, und das ist nicht mir gegeben. Du hast Amazon Prime und du bist kein Sub. Boah, cringe, Bruder. Okay, okay, ich bin hier auf jeden Fall erstmal erfolgreich durchgezogen. Auf welche Insel soll ich jetzt gehen, meinst du? Da, wo gelb ist, oder was? Ja, genau. Ich bin gelb. Ah, okay. Oh, da werde ich attacked von einem... von einem Schiff. Egal, ich bin da. Ich kann mir kein TC leisten. Egal. Warte, warte, ich kann dir Holz oder geben. Stein. Ich kann dir Holz geben. Okay. Bau lieber ein Dorfzentrum. Okay. Der Gelbe kommt wieder mit einem Transportschiff und wird, denke ich mal, probieren, mir das Leben zur Hölle zu machen. Ich bin der Gelbe und dein Teammate. Achso, sorry. Ich versuche mich zurückzuhalten, dir das Leben zur Hölle zu machen. Der hat einfach mal kurz jetzt meinen Standort hier vereinnahmt. Was ich natürlich überhaupt nicht feier. Hey Jonas, vielen Dank für deinen Sub. Danke für den Support. Ach, zum Glück bin ich nicht in der Demand, du musst es immer so sehen, du lernst jetzt gerade. Ich lerne gerade. Ja, ich lerne, wie man nicht dabei zu frustriert ist. Hier ist nämlich alles in bester Ordnung bei mir. Haben wir nicht gerade durch dich eine komplette Insel verloren? Doch, doch. Aber ich lebe ja noch, also das ist ja schon das Krasse. Ach so, okay. Das ist tatsächlich auf Wassermaps eine gängige Taktik, ehrlich, dass man eine Insel erstmal abgibt, um die Gegner in Sicherheit zu wiegen, um dann heftig zurückzuschlagen. Okay. Eddie, hier wird sich gewünscht, dass du auch live gehst. Ja, mit den aktuellen Problemen sehe ich das eher nicht, aber das wird in naher Zukunft wahrscheinlich bald mal wieder geschehen. Ja, weißt du denn schon, wann deine Karte kommt? Mittwoch. Ja. Hört sich tatsächlich alles nach nicht so... kredibilen Problemen tatsächlich, die du da hast, Eddie. Da wurde nicht mal der Expressversand ausgewählt anscheinend. Ja, doch, den gab's aber leider nicht. So. Ich komme hier gleich heftig zurück. Die werden noch ihr blaues Wunder erleben, wenn plötzlich Rot mit einer heftigen Army angreift. Meine ganze kurze Frage an die Experten. Jo. Die markierte Insel, da ist ja relativ viel Gold und Stein zu finden. Lohnt sich da gleich eventuell mal rüber zu schippern und eine kleine Burg aufzubauen? Das wäre ein absolutes Träumchen. Das wäre ein absolutes Träumchen, Eddie. Da müsst ihr drum kämpfen um die Insel, ne? Die hole ich mir zum Ende und wie ich mir die hole. Mal, ich bin hier gleich back, kann ich euch callen? Ich werde gleich einmal einen Side-Dog machen, den mit einer Burg schützen und dann gleich mit Chevalieren irgendeine Gegnerinsel überrennen. Das hört sich nach einem guten Plan an. Nilly, was machst du gerade? Ich habe den Grauen gelandet und kämpfe gleich ein bisschen auf Wasser weiter. Und habe halt versucht, dass mich einfach Grau und Türkis nicht überrennen, weil die ja jede Menge Armee hatten auf der Insel. Mhm. Das hört sich ziemlich gut an. Ne? Hab mein Bestes gegeben. Oh boy. Der blaue feindlich? Ah, der Penner. Ich muss mir jetzt auch mal so ein Feuerschiff hier machen. Ich glaube, eins wird da nicht reichen. Der blaue hat mindestens 20. Echt? Ja, ja, aber ich baue gerade die Burg vor deinem Hafen, also ich hoffe, der schützt deinen Fisch mit. Ja, geil, aber der ignoriert mich halt auch einfach, weil er denkt, dass ich irrelevant bin. Vielleicht hat er einfach nur einen Blick aufs Scoreboard geworfen. Vielleicht denkt er auch, dass er dich gar nicht packt und hat deswegen erstmal von dir abgelassen. Ja, ich glaube, das wird sein, ne? Gut möglich. Praktisch, wenn du dich jetzt bei den Punkten einfach nicht bewegst, denken die einfach, du wärst tot. Digga, was sind denn das Grüne für Schiffe? Die sehen ja geil aus.
Drachenboote hießen die früher. Ich glaube inzwischen heißt die Langschiff oder sowas. Ja. Wikingerboote, ja. Boah, hier, mein rotes Schiff macht hier mal kurz ein blaues Lang, kann ich euch sagen. Das hört sich doch extrem gut an. Und jetzt kämpfe ich natürlich hier im Umfeld der Burg, weil ich kein Lelek bin. Das ist tatsächlich sehr, sehr smart. Die fahren einfach nur weiter, als gäbe es, das würde ich gar nicht existieren. Ja, weil das der Konter ist, den du hast. Ey, die machen meine Fischerboote kaputt, das finde ich jetzt nicht so geil. Oh, die Mittelinsel ist von lauter Bären überlaufen. Ja, aber dann kriegst du das schon hin. Ey, meine Galeere ist ja viel stärker als deren. Wundert mich, weil der hat schon die Weiterentwicklung. Wie viele Bären sind hier denn? Wie die einfach alle an dir vorbeifahren und du sprühst das Feuer die ganze Zeit in die Bro, Beine. Aber meine sind ja viel besser als deren. Okay, blau möchte hier wieder meinen Hafen zerstören, was euch aber wirklich überhaupt nicht einschüchtert. Digga, ich kann mir nicht mal ein Holzfällerlager leisten. Jetzt kommen die Wikinger hier mit ihren Schiffen. Boah, die Boys sind ja richtig heftig am Abfacken, ey. Aha, ich hab hier blau, aber mal sowas im Griff, Männer. Das Schöne, Eddie. Was wir hören wollen. Und der wollte hier auch sich die Mittelinsel schnappen, aber nicht mit mir. Nice. Jetzt hab ich natürlich kein Gold. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine, hier ein bisschen mit abbauen. Meine Insel von drüben. Ja. Oh. Die ist schon relativ gering, oder? Also ich will mein Bestes zu geben, dass es passiert. Ich brauche jetzt hier erstmal... Also diese Taktik mit der Mühle hat mich so durcheinander gebracht, dass ich da keinen Marktplatz hatte und so. Oh, die kommen da oben mit ein paar Pfeil- und Bogenschützen. Boah, der hat schon so einen, Alter, der hat schon so einen Zweihandschwertkämpfer. Ich glaube, das ist gar nicht mal so beeindruckend, oder? Das ist schon relativ früh dafür, fand ich eigentlich. Hey, ich bin ganz beeindruckt hier. Ich bin ja vielleicht auch ein bisschen leichter zu beeindrucken. Welche Einheiten sind von mir jetzt nochmal stark? Wäre ich. Du solltest einfach auf Wasser irgendwie kommen. Du kannst als Portugiese, weil du jetzt gerade nicht so viel Wirtschaft hast, doch einfach versuchen, irgendwie in die Imperialzeit zu kommen und dir diese Peitorias zu bauen. Ja, wird halt schwierig, ne? Die Männer leiden hier gerade einen massiven Eko-Schade in der Mitte. Nice. Ein paar Triebwerke bauen, wenn du kannst. Bist du schon im? Nee, noch nicht. Okay. Aber gleich. Okay. Nice.
Ja, Leute, ich bin hier tatsächlich leider der eher schlechtere Spieler in der Runde, aber... Aber du kannst gleich mal einen Transporter bauen und dann versuchst du deine Insel wieder zurückzuholen. Ist da drüben free oder was? Ah, ich glaube, da ist nicht viel auf jeden Fall. Okay, ich bin beim Grauen gerade mal gelandet und töte da ein paar Wilds. Sehr schöne Nummer. Wie viel passen ins Transporterschiff? Schauen wir auf die Upgrades an. 5 normale Upgrades, 10 oder 20. So, Grau verliert gerade massiv Wild. Chat, das liegt nicht am Stream, das liegt an den Mitspielern in der Lobby, warum das so laggt. Ja, ja, ja. Es laggen einfach 3 Leute in der Lobby. Also die müssen die Punkte mal für die Performance hochschrauben. Das kann ja bei Rank nicht sein. Das stimmt, ja. Okay, die Männer wollen jetzt hier meine Burgen in der Mitte kaputt machen mit so ein paar Kanonenschiffen. Und lässt du sie? Ich würde sagen erstmal ja. Okay. Ihr habt gerade im Chat gefragt, was ist mit Eddie, dem Großmaul? Man hört gar kein Geschwafel. So, diese Kanonenschiffe werden jetzt vernichtet. Auf Bedings Türkis verliert gerade auch nochmal massiv Eco. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, die Relics greifen schon wieder mein Dings an. Haben die Portugiesen BBC-Schiffe? Ja, gut, genau. Geil. Genau, wahrscheinlich nicht. Ich brauch's gar nicht mehr so viel auf Land bauen, vielleicht höchstens. Na, Triebwerk wird auch schwierig. Die haben jetzt einfach zu viel auf Wasser. Ja, hier ist extrem viel Wasserpräsenz hier in der Mitte. Nico, mach lieber die Feuerschiffe. Ja? Ja, ja, also, weil die Feuerschiffe sind die Hardcore dagegen, diese anderen Galeanen. Nee, hat das gute Upgrade nicht. Du musst Karavellen bauen. Was ist das? Wirst du als Option auf deinen Schiffen sehen, ja. Okay. Ach so, ja, ja, das sind die BBC-Schiffe, ja. Karavellen, ja genau, davon habe ich auch schon. Also der Portugiese hat gerade ungelogen 100 Wilds verloren, der Türkise hat locker 100 Wilds verloren gerade. Okay, 100 ist eine Menge. Sind es wirklich 100? Ja, es waren extrem viele. Ich habe 4 Dorfzentren abgerissen und seine komplette Eco gekillt. Aber ich schau mir das Rack an und dann sind es so 15 oder so. Guckt euch doch die Insel von ihm an. Das ist einer der komischen Runden, die ich bisher gespielt habe. Dass Eddie ist schwierig. Und ich in Nikos Base gegangen ist, um das Relikt abzuholen.
Digga, ich hol mir hier gleich das Relikt. Also, das wäre so frech, wenn er das da holen würde. Oh, Blau ist hier einen heftigen Angriff am Starten. Soll ich denn immer mal auf den Grund gehen? Mhm. Oder sind meine Boys zu weak? Deine Boys sind sehr schlecht dagegen. Ich baue gute Boys dagegen. Genau, was muss ich für Updates für die Schiffe machen? In der Schmiede gibt es diese Angriffs-Upgrades, die du sonst für Bogenschützen machen würdest. Ein guter Fall. Ah, okay. Okay, ich habe die Mittelinsel offiziell verloren. Ist aber nicht so schlimm, würde ich sagen. Ja, genau. Braucht jemand von euch ein bisschen Gold? Ich habe nämlich extrem viel Gold. Nö, war noch nicht. Oh, Eddie, fuck. Gold bräuchte ich nicht. Ich habe gerade Schiffe mit 30 Chevalieren verloren. Oh. Was sind denn besten Familien? Ich würde sagen, ich nutze mal meine Wirtschaftsdominanz aus, um das Wasser einmal zurückzuholen. Das wäre tatsächlich, würde ich sagen, relativ beeindruckend. Da machst du aber einen wilden Kampf. Soll ich den nicht machen? Geh unter die Burg, wenigstens. Alter, wie viele Schiffe kommen von dir? Nico hat schon so viele. Er geht ja komplett auf Schiffe. Irgendwie können meine Boys hier nicht so viel dagegen ausrichten. Ich glaube, jetzt ein paar Onaga von der Seite würden die Ohren nicht platt machen, oder? Oh. Ich habe gerade einen Megaschuss gelandet. Das hört sich gut an. Karavellen sind's doch jetzt, oder? Ja, Karavellen ist das Beste. Ja. Sollte jetzt eine gute Option sein, ja. Ja, die jetzt mal. Habt ihr diese Upgrades gemacht in den Burgen, dass sie mehr Damage machen auf Schiffe? Ja, nicht jedes Volk hat das, aber ich hab's gemacht. Ja, also ich frag die Boys. Oh, Grün ist so tot. Die Kämer, haben die das? Also das ist in der Universität. Das sind diese roten Kugeln, falls du das schon mal gesehen hast. Der Universität. Ah ja. Ja. Oh ja, das wird gleich mal ausgerüstet hier, die Nummer. So, jetzt wird sich ja einmal ganz kurz die Wassermacht geholt. Sehr schön. Du brauchst dann. Naja, beide Portugiesen. Ich versuche euch da ein paar Demos noch reinzubauen. Soll ich einfach diese Karavellen jetzt ausrüsten, ja? Genau. Das ist der Plan. Das ist der Plan, okay. Nein. Okay,
Okay, Wasser macht, sieht gut aus. Sehr schön. Jo, dann kommen wir mit weiter vor. Nico. Wie bitte? Da versuchen mit nach vorne zu kommen, wenn du kannst. Ja. Hinter uns sind sie auch saftig. Ja, da kann ich sonst kurz hin. Ich baue jetzt erstmal Kanonenschiffe und dann haue ich die ganzen Bogen in der Mitte weg. Ich baue die Frage für den Imperialzeit, Digga. Ich brauche nicht. Okay. Nee. Ah, du hast Drohne. Okay, safe, alles klar. Also, sobald die Nummer in der Mitte weg ist, würde ich mir die Mitte wieder sichern, Männer. Ja, gönn dir. Wir schnappen das gleich alles. Theoretisch kannst du ja landen, schon zu versuchen. Oh, ich mache einen kleinen Land. Du kümmerst dich hinten. Genau. Jetzt nach oben die Schiffe und versuch in der Uni, gibt es so ein Upgrade, das nennt sich Ballistik. Dann treffen die Einheiten auch gegen, wenn die Einheiten sich bewegen vom Gegner. Okay, ja. Ich habe dir nochmal ein paar Ressourcen rübergeschickt. Oh, geil. Danke. Ich räume ja einmal hinten bei dir die Insel auf, Nili. Danke. Okay. Und diese Explosionsboote, die sind ganz gefährlich, oder? Ja, genau, genau. Ich versuche dagegen vorzugehen. Wir haben eher ein paar Probleme auf unserer Insel hier gegen Grau. Oh shit. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich schicke da gleich mal ein paar Chevaliere rüber. Wobei, wenn er sich ein bisschen zu nah ans Ufer rantraut, kann ich das vielleicht auch mit den Karavellen erledigen. Oh, fuck. Ah, perfekt, meine Boote sind hier auch schon wieder down. Okay, Wasser ist noch gar nicht so gewonnen, wie ich dachte. Ja, so eine Runde habe ich noch nie gespielt. Gegner sind ganz stabil. Der baut jetzt Feuerboote hier. Okay, ich schicke meine Transportschiffe einmal ganz kurz. Wobei, nee, da kommst du jetzt klar, Nelly, oder? Gegen die Triptax? Nee, ich habe leider gar kein Holz mehr. Scheiße, der bumst mich hier. Der bumst mich hier immens weg. Einfach zurückbumsen, würde ich sagen. Deren Elo ist um die 1200. Also, sollte das ja eigentlich gar kein Problem sein für uns. Überhaupt kein Problem. So, ich habe hier nämlich auch einen kleinen taktischen Play gemacht und zwar habe ich bislang noch nicht gar nichts auf dem Wasser gemacht und jetzt rechnen sie überhaupt nicht damit, dass ich hier auch gleich mal heftige Wasser-Units ready habe. Alles taktisches Play. Nilis, kommst du rein, bitte? Ja. Genau, du brauchst aber noch was anderes außer Kanonenboote. Du brauchst Galeonen. Die guten Galeonen produziere ich raus. Ja, nice. Kein Holz mehr. Sehr.
Ja gut. Noch irgendwer Nahrung? Ich flotte komplett. Ich bin auch immens am Nahrungsfloaten. Also Nico kann immer was gebrauchen, er hat gar nichts. Das freut mich so sehr für euch, dass ihr so immens am Floaten seid. Ich habe tatsächlich 50 Holz, 30 Nahrung und 16 Gold. Ich habe dir gerade mal ein bisschen Nahrung geschickt. Und ein Stein. Ah, Dankeschön. Okay, die Insel hier ist zumindest ein bisschen zurückerobert. Ja, wäre ganz nice, wenn du dann sogar noch mal was schicken könntest. Ja. Also ich vernichte gerade von Blau immens viele von seinen Booten, kann ich euch sagen. Echt? Okay, nice. Oh, ja, mit dem Ballistenelefanten, okay, das ist crazy. ja, waste mal nicht zu viel, ich evaluiere. Ja, ich habe gerade nicht die Augen dafür, ich schicke gleich nochmal eine Ladung rüber. Je länger das Spiel geht, desto bessere Chancen haben wir ja theoretisch auch, oder? Weil wir die Fedorias auf unserer Seite haben. Ja. Schon krass, dass das hier gerade eine potenzielle Win-Condition wird für uns. Weil was haben wir auf unserer Seite? Die Fedorias. Spezialgebäude von den Portugiesen. Das generiert die ganze Zeit alle Ressourcen, so wie eine Reliquie im Prinzip. Achso, warum habe ich das denn nicht gebaut? Ah, weil du es erst in Imp bauen kannst. Okay, dann werde ich das einfach mal tun, oder? Wäre ein valider Plan. Hier nochmal vor, Erich. Ja, safe. Ich schicke gleich nochmal dicke Armee vorbei. Was ist das Ding denn? Grün verliert auch gerade nochmal massiv Army. Blau auch, und vor allem Wind. Auf dem Wasser hier. Wir verlieren hier ein bisschen Kontrolle. Brüne baut hier drei Burgen auf unserer Insel. Okay, oh, ich schicke nochmal eine kleine Chevalier-Army runter zu dir, Nelly. Ja. Okay, Erich Müller dort nicht in der Burg stehen gleich. Ja. Okay, Grün hat gerade, keine Ahnung, viele Longboards verloren. Wildes Spiel. Ege, ist das eine anstrengende Runde. Ey, die PCs von den Gegnern, die kommen ja gar nicht auf die Schiff-Action klar, oder? Ey, kannst du mir, Erich, kannst du mir nochmal... Ich nehme Nahrung. 300 Gold senden. Ja, sofort. Danke. Alle Ressourcen derzeit. Oh Gott, ich bin richtig tot. Oh Gott, ich wurde gelandet, das habe ich gar nicht gesehen. Ich wurde auch gelandet, sehe ich gerade. Oh Mann, ja, gegen Kanonentürme machst du halt auch nichts ohne... Also zumindest nicht mit den Elefanten. Hä? Oh. Digga, was eine Round. Ich bin die ganze Zeit nur am Gegenlenken. Aber ich glaube tatsächlich fast, dass wir das callen können. Ich will jetzt nicht der Typ sein, aber... Er ist der Typ. Nili geht's nicht so richtig gut. Ich kann jetzt gerade auch nicht mehr so viel machen. Nili geht's echt nicht so gut. Falls ihr Ressourcen braucht. Ich nehme alles. Oh, der Grüne kommt da mit ein paar Wikingern. Das sieht nicht gut aus. Oh, und genau auf der Insel habe ich diese geilen Gebäude jetzt hier. Gebaut.
Ey, Juni, geil. Vielen lieben Dank nochmal für die 5 Subs. Ich nehme noch den Mönch mit der Reliquie hier mit. Vielen lieben Dank für den Support, Mann. Ja, aber ich werde nichts mehr dazu beitragen können. Ah, nee, ich hab dir gerade extrem viele Ressourcen geschickt, also da ist jetzt ja wirklich noch alles offen, würde ich sagen. Okay, das heißt, Nico ist tot, Nini ist tot, Eddie ist gleich tot und ich kann alleine nicht gegen 4 gewinnen. Also wir können spawnen von mir aus. Echt schade, Mann. Na gut. Ich meine, es waren ja auch Männer durch Kanten und da einfach mal so ein Win den Leuten zu schenken, ist ja auch eine geile Nummer, würde ich sagen. Wichtig, wichtig für deren Ego. Ja, krass, Mann. Ich habe hier mit 3.100 Punkten schon ordentlich einen aufgespielt, oder? Ja, ja, ich löse das Ganze jetzt auf. Nico hat gar nicht gespielt, das war ich. Ja, krass, Alter, ey. Also, wie früh ich da attacked wurde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, aber dadurch, dass man mit dem Transporter startet, kann man halt recht schnell rüber. Ja, stimmt, ja. Oh, Nili, ich hab doch vorhin gecallt, dass ich 100 Wills von Türkis gekillt habe, ne? Mhm. Es war gelogen, es waren 99. Hab ich's gesagt? Ja, schade, ich war jetzt gerade erst richtig im Game angekommen mit meinen Phytorias. Die haben nämlich hier gerade noch ordentlich einen aufdelivered in Ressourcen. Ja, er war gerade am Boomen. Ja.